Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde mit Evil Dynasty und willkommen im Wildpark. Es ist der Hammer hier, ich muss demnächst mal überlegen, was ich da anstelle. Die Palisade wird ja sowieso nicht für alles helfen. Ich glaube, die spawnen hier zwischendrin. Vielleicht schieße ich sie einfach mal alle die Tage. Weißt du, mittlerweile ist es so, dass auf dem Marktplatz vorne mehr oder weniger meine Jäger stehen. Ich bin gerade dabei, das erste Holz an die Palisaden zu hauen. Die ersten Pflöcke machen wir zusammen. Hab jetzt aber gerade eben gemerkt, dass mein Esel nicht überlastet werden darf bis ins Unendliche. Es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo oben steht, dein Tier ist überlastet, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe das ein bisschen weniger reingemacht. So, gib mir mal noch 10 Stücklein mit. Und dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, dass wir mal beginnen. Und dann würde ich heute gerne die Fischerhütte aufbauen. Das Ressourcenlager ist mittlerweile frei. Den Bereich können wir planen. Gisella möchte ich beliefern. Und ich möchte meinem Sohn noch ganz kurz diese Speere machen, die er haben will. So, da muss natürlich einiges an Material rein, aber ist ja auch nur ein kleiner Wildschutz, ne? Wo bist du? Servus. Gib mir mal alle Rundhölzer rüber. Ich bastle allerdings kurz für meinen Bub die zwei Speere, dass ich die schon mal habe. Hier war das, gell? Zwei Stück. Ja, so ist das. Ist eine gefährliche Ecke hier. Ruckzuck hast du die Schweinebande am Hals. So, komm einfach hier weiter. Ich nehme an, dass ich da wahrscheinlich jetzt zwischen jeder Folge, also vor jeder Folge und nach jeder Folge, so ein, zwei Elemente fertig mache. Und dann sollten wir das hinkriegen. 7 Tierfutter fehlen. Ich habe gerade eben noch mal ein bisschen nachgelegt. Es geht jetzt langsam los. Huch. Das war's, ne? Jetzt haben wir beide keine Dinger mehr. Da sehen wir mal, wie teuer so eine Palisade wird. Aber weißt du was? Auch da gibt's Schlimmeres. So, jetzt gebe ich meinem Sohn kurz seine zwei Speere. Die ja, weil seine Eltern ja nicht wollten, ne? Ihm pfeife ich hier rein. Da ist er einigermaßen sicher, ja. Sag mal, wo hängt er denn schon wieder rum? Ich glaube, als dass der jetzt zur Batylda runter ist, das wäre natürlich super. 93 Meter. Tatsächlich, oder? Ich glaube, die haben sich wirklich gefunden. Vielleicht ist es auch so programmiert, dass die ältesten Kinder im Dorf sich zwischendrin einfach mal treffen. Das ist ja der Wahnsinn, guck mal. Hier steht er. Kann mir schon vorstellen, was ihr zwei euch zu erzählen habt, ne? Bist du sicher? Naja, es soll doch schön sein bei uns daheim, wenn wir dann in 20 Jahren mal zusammenkommen. Ich weiß nicht. Die Butzewilsch. Der Elternhaus interessiert mich nicht. Warst mal bei uns, aber... Spielt doch keine Rolle, wir wollen für uns sein. Okay, ihr seht schon, ich kann das da total mitfühlen. Jetzt zeigst du deiner Freundin mal, was du für ein toller Jäger bist. Hallo, du bist zurück. Ja, aber denk an meine Worte. Zuerst musst du mir versprechen, aufzupassen und nichts Gefährliches zu tun. Ja, ja, versprochen. Kann ich jetzt anfangen zu spielen? Ja, bitteschön. Pass auf dich auf. Denk daran, was du über deine Freunde gesagt hast. Bämschen. Na, boy. Schön, dass die zwei sich hier... Kann das gar nicht sagen. Jetzt pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Mal kurz im Lebensmittellager stehen, ob ich was zum Futtern finde. Irgendwas. Vielleicht ein bisschen Fisch. Obwohl... Also bei mir, ich habe ja alles, aber weißt du, ich brauche nichts. Ey, ich merke, wir gehen Hühner kaufen. Ich muss Hühner kaufen. Mein Hahn muss nochmal so richtig ins Bollern kommen, bevor das Zeitliche segnet. Fleisch, Rohfleisch will ich keins. Wir nehmen heute mal gebratenes Fleisch. Wenn es nicht rot ist, ist es doch normalerweise noch gut, oder? Habe ich jetzt gerade 109 Fleisch rausgeholt? Wir müssen halt gucken, dass ich nicht vergiftet werde. Ja, das passt. So, der Rest haust du mir bitte wieder rüber. So, gehen wir runter zur Fischerhütte, da kann ich dann auch gleich trinken. Oh, komm mal mit. Haben sie das hier? Ich glaube, im Ressourcenlager ist das drin, gell? Wir haben ja vor, innerhalb dieser neuen Folgen, die gerade anstehen, haben wir doch vor, eine große Bierverkaufsrunde zu machen, habe ich gesagt, ne? Und die Hopfenernte müsste durch sein. Wir gucken mal, wie viel Hopfen wir jetzt insgesamt haben, die wir dann zu Bier verarbeiten. Wie zielsicher der immer hier reinschnallst. So, pass auf. Hopfen, Hopfen. Hier. 478 Hopfen obendrauf. Und hier wird jetzt auch geschafft, wie oben in dem einen Dorf. Das machst du auch ziemlich gut. Ja, sehr schön. Ach, herrlich. Weißt du, wenn die Birnenbäume die einzigen sind, die so eine knorzliche Wurzel kriegen, kann es gut sein, dass ich hier irgendwann Birnenbäume einpflanze. Weil das sieht ja richtig stark aus. So, pass mal auf. Hopfen zu Hopfen. Boom. 1400 Hopfen. Das wird mal richtig extrem. Weizenkorn sammelt sich auch langsam an. Den muss ich durchlassen. Oder machen wir hier Bier
ohne Ende. Den Hopfen haben sie mal komplett geholt, oder? Ich muss gucken, ob sie durch sind soweit. Schade ums... Nee, tatsächlich, hier hängt noch... Wahnsinn. Ja, so langsam ist auch eigentlich zu tun. Hafer müssen wir auf jeden Fall holen für Tierfutter. Dann haben sie hier gepflügt, okay. Aber mit dem Pflügen allein ist ja nicht getan. Roggen muss raus, Weizen muss raus. Ich stehe hier auf dem Weizenfeld, da ist noch nicht viel passiert, ne? Fängst du da vorne an mit dem Weizen? Ja. Weizenfeld 1 passt. Hafer ist nicht fällig. Und das hier sind die Roggenfelder. Wieso schafft denn da schon wieder nur eine? Kurzer Augenblick, ich muss mal geschwind was schauen. Sind doch keine mehr im Mutterschutz, oder? Wir gehen mal ganz kurz auf die Gewinnung war es, gell? Ne, Gewinnung war es nicht. Dann war es Nutzpflanzenscheune. Ne, sind alle noch da. Hermenegilda hat mittlerweile einen 6er Skill. Ich würde euch ja noch jemanden zuweisen, aber die sind alle beschäftigt. Na, vielleicht baue ich mir noch ein paar Häuser. Wo war ich denn stehen geblieben? Reparaturen habe ich gemacht. Jetzt haben wir die Kontrolle hier gemacht. Richtig, Fischerhütte. Wir werden jetzt die Fischerhütte abreißen und neu aufbauen. Und zwar die Zweier-Fischerhütte. Und dann müssen wir hier die Umorganisation machen von dem Viertel. Möchte ich allerdings heute geschwind noch Gisella beliefern. Dass wir mit der Mission auch nochmal Striezelle was geschafft haben. Jetzt pass auf, machen wir mal hier der Zerstörungsmodus. Kriegen wir ja Mats zurück ein paar. Vielleicht reicht es schon. Vielleicht muss ich auch nochmal kurz ins Ressourcenlager hoch. Die wird jetzt halt da unten... Du kannst rauskommen aus dem Wasser. Ja, ist nichts mehr. Ist vorbei. So. Das hier noch. Und dann müsste ich es allerdings halt hier auch genau wieder einpassen. Das wäre schon mein Wunsch. So. Was? Wie kann da was drin sein? Ach, ein Steinmesser liegt da drin rum. Okay. Wer das auch immer da rein hat. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist das die Zweier Fischerhütte? Ist die nicht viel, viel größer? Nö. Okay, der Weg war hier. Haben wir die Zweier Fischerhütte gebaut schon? Nee, ne? Das war dann die Zweier Fischerhütte, aber die sieht genauso aus, gell? Jetzt muss ich gerade mal kurz nachgucken, ob ich jetzt die Zweier Fischerhütte abgebaut habe und wieder an. Aber die wurde doch erst freigeschalten, gell? Warte mal, ich guck kurz. Ist die Zweier Fischerhütte, die wir aufbauen, und die Einser haben wir abgebaut? Ist schon alles richtig? Hat mich jetzt nur gewundert, weil die so... Die kam mir jetzt so rüber wie die, die wir gerade... Aber das liegt da, glaube ich, an den Mats, die hier verbaut werden, ne? Also gut, ich brauche Bretter und Rundhölzer. Das einzige richtig Gute daran ist an dem Umbau, ich brauche keinen Stroh mehr fürs Reparieren. Weil Stroh ist so Mangelware bei uns. Weißt du was? Weißt du was? Ich rieche die Materialien. Mir ist es zu trüb. Ich würde gerne mit euch... Achso, es ist auch noch Nacht, deswegen sehe ich nichts. Wir machen morgen früh weiter, Herbsttag 2, ja? Dann richte ich jetzt die Materialien schon mal, kümmere mich noch kurz um die Felder und das Korn durchjagen und so. Vielleicht haben wir Glück und es wird ein schöner Herbsttag. Auch am zweiten Herbsttag, Regenwetter, das Wetter hat uns im Griff. Ich würde sagen, wir machen trotzdem weiter, ein bisschen schielt die Sonne schon mal durch. Ich möchte gerne mit den Bronzebarren mir mal so einen Bronzehammer machen, dass ich den auch mal gesehen habe. Bronzewerkzeuge, was brauchen wir dafür alles? Noch ein Stock. Ein Stick haben wir den hier drin, den haben wir hier drin. Wupp. Ich habe jetzt auch den Grabungsschuppen nochmal neu justiert. Da geht jetzt hauptsächlich Ton rein, weil wir kommen unserer Bierverkaufsrunde näher und da müssen wir natürlich auch Bierfläschchen machen. Ne? Deswegen habe ich den mal voll auf Ton jetzt. So, ein Bronze haben wir für uns. Ja, schön schmieden, mein Freund. Parenga. Ich würde mir allerdings... Was mal auf, der Schmied braucht doch einen Hammer. Das heißt, ich schmeiße meinen alten Hammer mal hier rein so lang. Und dann gehen wir kurz die Fischerhütte fertig machen. Eisenhammer hier rüber. Ich will mir das mal angucken, wie der Bronzehammer dann aussieht. Ob es einen Unterschied gibt. Ich nehme es aber schon an, oder? So, auf die 1. Ja, natürlich hat es einen Unterschied. Sehr, sehr geil. Okay. Weizen habe ich durchgelassen noch jetzt heute Nacht. Da haben wir jetzt auch die Weizenkörner auf Vorrat. Hopfen haben wir auf Vorrat.
geht's bald in die Bierrunde. Wir bauen uns aber heute erstmal noch die Armbrust und die Bolzen auf, würde ich sagen. Und dann geben wir der Gisella eine Chance. So, auf geht's. Jawohl. La la la, ist genauso schnell, Alter, haut er den Dinger da rein. Krass, oder? Kennen wir nichts. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier keine Strohreparaturen mehr. Stroh ist echt immer noch Mangelware. Wir haben zwar mittlerweile ein bisschen was, aber es reicht noch lange nicht für alles. Ich überlege, ob ich noch ein Weizenfeld dazu nehme. Abgeschlossen, Fischerhütte 2. Sehr schön, lass mir auch schauen, lass mir auch schauen. Ja, ist genauso schön da unten drin. Boah, ich muss sagen, manchmal gefällt mir das Strohdach sogar eine Ecke besser. Okay, aber bevor ich es vergesse, gehen wir nochmal ganz kurz hier hinein. Dann gehen wir in die Jagd, Fischerhütte. Muss natürlich wieder den Arbeiter zuweisen, damit das hier alles seine Richtigkeit hat. Ich gucke nochmal durch, ob einer frei war. Nee, ne? Soweit dazu. Das heißt, für uns als nächste Baumaßnahme würde ich uns den Umbau vom Viertel hier gönnen. Ich habe es ja schon angekündigt, wie ich es machen will. Ich laufe nochmal eben kurz rein, weil ich einfach selber gucken muss. Das zweite Ressourcenlager brauche ich auf jeden Fall. Ich will da richtig, das ist so der Kern einfach, die Ressourcen. Das will ich hier parallel hinmachen. Das heißt für uns, Werkstatt muss abgebaut werden vor der Bierherstellung darüber. Die bauen wir, die Werkstatt bauen wir hier dagegen. Hier ins Eck rein, parallel zu dem. Dann haben wir den Platz frei und das Häuschen baue ich hier rüber. An die Näherei und dann können wir da vorne zumachen. Ja, das passt so. Machen wir jetzt aber nicht gleich, ne? Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal geschwind, dass wir die Dinger gebaut kriegen. Eine Armbrust brauchen wir und Eisenbolzen. Ich würde sagen 30 Eisenbolzen, damit wir noch welche für uns haben, ne? 30 Eisenbolzen. Ja, tut mir leid, da muss ich auch kurz gucken. Eisenbolzen 30 Stück. Das heißt, ich brauche 30 Sticks, 30 Federn und 6 Eisen. Also 6. Zack, dann brauche ich 30 Federn, wenn wir nichts haben. 30 Federn, 30 Sticks. Fupp, fupp und Bolzen. Na, dann machen wir 30 Stück dazu, haben wir 50, 30 geben wir ab, 20 bleiben uns. Und dann überlege ich gerade, dann bauen wir uns gleich 2 Armbrüste, damit mir meine erhalten bleibt. Ne? So machen wir das. Das wäre dann die Geschichte, 3 Rundhölzer. 3 Leder, 3 Rundhölzer, 3 Leder, 12 Fäden. 3 Rundhölzer und 3 Leder und 12 Fäden. Also Leinenfäden 12, 3 Rundhölzer, 3 Leder waren es. Habe ich jetzt nur für eins rausgezählt oder? Alter, demnächst ziehe ich mit Mama rüber. Ist da was los? So, und dann brauchten wir, glaube ich, noch Eisen, gell? Mein Freund, ich weiß, ich störe dich ständig beim Schmieden. Das tut mir auch tierisch leid. 3 passt, 12 passt, 3 passt. 12 Eisenbarren. Zarenga. 12 und dreimal die Armbrust, bitte. Sehr schön. Dann machen wir noch einen Ausflug zu Gisella, würde ich sagen, bevor ich den Umbau angehe. Nee, wir machen es anders. Wir bauen ganz kurz die Werkstatt schon mal auf und reißen die alte ab, dass wir einen Anfang haben. Dann machen wir morgen den Rest. Ansonsten, wenn jetzt Lehm besorgt wird, kann man auf jeden Fall die Möglichkeit Bierflaschen. Ich habe auch um die 40 Bierflaschen schon vorbereitet. Ich weiß nur nicht, wo sie sind. Wahrscheinlich in der Taverne 2. So. Okay. Das war jetzt die erste Armbrust. Ist in Echtzeit. Okay, das haben wir auch geschafft. Dadurch sind wir jetzt dann in der Lage, die Mission abzuschließen. Mit dem Armbrust haben wir eine Ersatzarmbrust. Das sieht gut aus. Scheiße mit dem Wetter, gell? Okay, pass auf, dann probieren wir das mal eben. Ist das wirklich das schönste Plätzchen hier? Ich muss nochmal gucken. Läufst hier hoch, dann wäre hier seitlich noch ein Haus. Das wäre dann hier, da hinten das Lager. Ja doch, das passt schon. Ich muss halt ganz kurz ranklotzen. Ist jetzt ja nicht so eine Riesenhütte. Wenn ich die, aber es kann sein mit dem Hügel hier, dass man nicht hinkommt, ne? Dann pass mal auf, dann mache ich nur die weg. Und wir lassen die Birken so ein bisschen noch drin stehen. Das können wir vielleicht machen. Warte mal, du hast die Schaufel rausgeschmissen letzthin. Die musst du wieder anhaken.
Wo ist denn meine hölzerne Schaufel? Die hatte ich immer auf der 3. So. Zack. Stümpfle weg. Jawohl. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. So. Ob ich sie da reinkriege? Was kostet das Gebäude? Das müsste... Nutzpflanzen, Handwerk. Die größte Werkstatt wär's, gell? Die da. Okay, ich brauche noch 5 Rundhölzer. Ey, schon wieder Tierfutter. Ich glaube, ich lasse das mal heute Nacht durchlaufen. Das, was wir dann haben, haben wir. Das reicht wieder für halbes, dreiviertel Jahr. 3 Rundhölzer. Nee, noch 2. Zack. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Guck den Baum nicht so an, schnapp der Axt und geh ab. So. Werkstatt. Schönerei. Die würde ich da gerne einpassen. So. Die Frage ist, geht es jetzt nicht wegen den Bäumen? Ich denke doch, dass man sie hier hinkriegen wird, wenn der eine Baum weg wäre, oder? Wir probieren unser Glück. Ich bin gespannt, was jetzt dann nach Gisela weitergeht. Das ist ja schon eine ziemlich aufregende Geschichte, was da mit dem Unigost jetzt abgeht, oder? Also ich persönlich feiere das tierisch, dass ich mir das noch nicht angeschaut habe. Das ist noch komplett neu, der Story-Part, den wir jetzt gerade machen momentan, ne? So, nochmal. Bin mal gespannt. Nicht Möbel, Gebäude. Zack. Zack. Ey, weißt du was? Doch. So weit hintere, wie ich darf. So. Ah, ein bisschen mehr einschrägen hätte ich sie müssen zu mir, gell? Viel besser, viel besser. So ein bisschen mehr eingeschrägt hat sie einfach gehört. Und da können wir uns immer noch überlegen, was wir hier noch so anstellen. Ansonsten hier hinten rum hat ja normalerweise niemand was verloren. Die Büsche haben wir uns erhalten. So gefällt es mir. So, wollen wir die noch aufbauen, bevor wir abhauen? Ich würde fast sagen, ja, weil wir stehen ja am Ressourcenlager. Holen wir erstmal... Ne, die will ich jetzt nicht verbrauchen. Ich schnapp mir mal hier welche. Ja, nehmen wir mal 22 Stück raus. Batzen mal ein bisschen Materialien ran. Hätten noch ein bisschen weiter vor können, aber dann wäre es hinten immer so schön, wenn man hinten rum vorbeiläuft. So ist es okay. Okay, das passt. Das haben wir schon fertig. Zack. Bretter brauchen wir dann jede Menge. Sehr gut. Und Stein. Aber ist okay. Das ist es mir auch wert. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon alles habe. Ist es nur ein Dachseitle immer? Gab es da ein Innenleben, das ich bearbeiten muss? Nee, ne? Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, hier ist noch. Dann haben wir, wenn es nur eine Dachseite ist, sind wir mit 24 Brettern dabei. Wir gucken mal kurz durch. Die reichen dann auf jeden Fall. Es könnte doch ein bisschen die Sonne rauskommen, oder? Das mit dem Tierfutter, ja, das muss ich halt noch machen. Nee, jetzt haben wir nur eine Seite. Es sind doch 2 Dachseiten. Also 2 Dachelemente. So, wie viel waren übrig? 8. Also holen wir nochmal 20er. Jetzt warnen Sie noch bitte, wenn es da so 300 Bretter, also es hat sich schon einiges angesammelt. Nimm das 30er hier. Schmeiße der Rest gleich raus. Ja, das sieht jetzt auch viel besser aus, wenn die Gebäude nicht so nebeneinander sind, wie das am Anfang war. Aber ich muss es ja mal irgendwo einen Anfang finden, ne? So, wird bestimmt auch nochmal ein Umbau kommen. Da kommen ja noch weitere Updates. Spätestens, wenn das mit den Soldaten da ist, weißt du, wenn die Banditen hier rumlaufen und so. Könnte mir vorstellen, dass dann auch nochmal das ein oder andere Gebäude hier kommt, wo du noch was herstellen kannst. So, jetzt brauchen wir jede Menge Stein. So, dann gehe ich gerade mal kurz rüber, mache die Bretter wieder zurück, die Federn kurz, die Rundhölzer, die Sticks. Es hebt sich so langsam hier, gell? Ja, das ist schon ziemlich gut. Stein müssten wir eigentlich auch genug haben. Nehmen wir mal die Hälfte mit. Fupp. So geht's Stück für Stück weiter hier bei uns. Ich freue mich aufs große Ressourcenlager. Das ist das letzte Gebäude. Dann haben wir alles freigeschaltet und ich glaube alles einmal aufgebaut sogar. Und
die Entscheidung, zwei Ressourcenlager, die finde ich gar nicht verkehrt. Das ist das Handwerkerviertel. Da brauche ich auch nicht alles rauslüpfen, weißt du? So. Halt. War schon recht. Du sollst hier essen, bis du satt bist. Und dann machst du mal deine Eimer langsam leer. Bämsle. Weiter geht's. Super Verbrauch hat er mittlerweile, der Gute. Schafft aber auch viel. Unsere Quest vom Sodemann haben wir erledigt. 3 und 7. 10 Stück. Eine gerade Zahl haben wir rausgeschafft. Wahrscheinlich kriegen wir einen schönen Winter dann als Belohnung, weil wir jetzt den Herbst durchgezogen haben, so hässlich. So. Umbauten sind am geilsten, wenn direkt am Ressourcenlager bist, finde ich. Ist wieder ein Reh reingegangen, hast du gesehen? Kaum ist es aufgebaut. Und wupsti. Dann haben wir den Zerstörungsmodus. Ja, perfekt. Da sowieso keiner gearbeitet hat, gucke ich kurz die Kiste, ist alles gut. Machen wir frei. So schnell ist umgebaut, oder? Wenn man Mats hat. Ey, die Geschwindigkeit von dem Ding, die ist schon die Hölle. So. Bringe ich die Materialien, die wir gewonnen haben, zurück. Hier mache ich dann wahrscheinlich zu, ne? Und dann ist der Eingang in dieses Viertel einmal von da drüben möglich und einmal von der Hauptstraße aus. Ist mir persönlich eh recht, dass das so zu ist. Ich habe sogar überlegt, ob ich da hinten so eine Palisade ziehe. Hier rüber. Dass das so ein bisschen ein Geheimnis ist, wenn man außen vorbeireitet, weißt du? Dass das nicht das ganze Dorf einsehbar ist. Huch, ich bin ja schon da. So. Dann wollen wir mal langsam ausgehen. Er hat sich vorbeigeschlichen. Dann sollst du weiterleben, auf jeden Fall. So, jetzt pass auf. Bretter rüber, Rundhölzer rüber, Stein rüber. Pfeifen mal kurz unseren Esel. Ich glaube, wir pfeifen kurz mit dem Esel vor, oder? Gisella. Ja, komm, wir pfeifen mit dem Esel kurz rüber. Wo bist du? Hallöchen. Ja, ja. Hast du eigentlich deine Äpfel noch? Ich nehme es an, oder? Wie heißt du? Johanneskraut? Ja, die hat er natürlich noch. Die will er nämlich nicht. Er kommt nicht ins Inventar mit der Hufe. Auf geht's. Dann erledigen wir jetzt noch unsere Mission. Ich bin gespannt, wie es da jetzt gleich rauskommt dabei. So, nochmal kurz die Felder checken. Die letzte Hopfenernte müsste jetzt auch mittlerweile durch sein. Sieht aus, als wäre alles abgeerntet, gell? Nee, noch nicht. Irgendwie muss ich da nochmal gucken, was da nicht stimmt. Die sind aber alle eingeteilt. Ja, ja, ich kümmere mich gleich. Komm, wir machen das kurz selber fertig hier. So. Ich weiß nicht, wo die gerade rumhängen alle. Kann aber auch sein, dass... Ah nee, das waren jetzt fast alle fertig. Guck mal. Vereinzelt haben sie sie ausgelassen. Obwohl ich die ganze Zeit hier vor Ort war, ne? Jetzt müssen wir es kurz durchgehen. Wir wollen ja hier keine Verluste dieses Jahr. Hier ist nochmal ein bisschen. Hier hängt nochmal ein Strauch. Vielleicht waren das aber auch Ressourcen. Oder habe ich, da müssen wir ganz kurz was gucken. Vielleicht haben die kein Werkzeug oder sowas wieder. Nutzpflanzen. Scheune. Hier sieht nicht so aus, als ob irgendwas fehlen würde, gell? Mulstern der Scheunenknecht. Na gut. Da ist nochmal. Ich werde das wahrscheinlich heute Nacht nochmal ganz kurz alles ablaufen, ob ich dann auch wirklich alles habe. Bier ist uns doch heilig hier in diesem Revier. So, ich packe das gleich vorne in die Scheune. Ich muss mal gucken, ob die alle vorne rumstehen. Weil Dünger habe ich mal... Aha. Glück. Also der Scheunenknecht macht seinen Job. Nö, sind alle irgendwie unterwegs. So, jetzt haben wir tatsächlich 1500 Hopfen fürs Bier. Wir haben Weizenkorn. Wir können fürs Tierfutter Roggen und Hafer mit Stroh. Ich bräuchte halt die fünffache Menge Stroh, ne? So, nochmal kurz die Felder checken. Haben sie vielleicht zu wenig Dünger gehabt? Haben sie irgendwas? Ich packe da nochmal... Ich pack nochmal 200. Okay. So schnell bin ich überladen. Machen wir wenigstens 100 Dünger noch rein. Ich glaube eh nicht, dass sie so viel brauchen gerade.
Würde es ja anzeigen, wenn Dünger fehlt, ne? Naja, ist immer noch drin. So. Da ist alles wieder so, wie es sein soll. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz über die Felder. Wir haben hier ein gepflügtes Feld. Wir haben hier Weizen ausgesät. Sehr schön. Hier ist er am Pflügen. Hier auch, da müsste aber eigentlich schon längst Weizen drin sein. Vielleicht klemmt auch irgendwo eine. Muss ich selber ran, bevor wir rüber wechseln in Winter. Ja. So, Stück, aber wir haben jetzt erstmal einen anderen Job. Normalerweise läuft es cremiger. So, überladen bist ja du nicht jetzt, oder? Mit mir. Was wir auch noch machen sollten, Hühner kaufen. Dass unser Hahn ein bisschen was zu tun kriegt. Ich nehme einfach an, dass da die Chance so gering ist mit einem Huhn. Wie machen wir das? Wo gibt's Hühner nochmal? Beim alten Schwiegervater drüben, gell? Komme ich da nochmal vorbei? Eigentlich nicht. Muss ich separat einfach mal hinreiten. Vielleicht hole ich euch morgen drüben ab. Wir kaufen Hühner und gehen von da aus gemütlich heim weitermachen. So, ja, wir haben es gleich geschafft. Es ist nicht weit. Da vorne ist schon die Brücke. Also, dann steht für mich noch auf dem Plan im Wechsel zwischen heute und der Folge morgen, dass ich das Tierfutter durchmal. Aktuell kriegen wir 100 Tierfutter raus vom Strohanteil. Kann aber sein, dass wir... Kurzer Moment. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Wasser jetzt echter aussieht hier gerade an der Stelle. Super. Sorry, da muss ich jetzt kurz gucken. Ich guck mal, ob noch ein bisschen Weizenkorn oder irgendwas oder Hafer oder so durchgemahlen werden muss. Dann hätten wir noch mal ein bisschen Stroh. Vielleicht gehe ich auch noch mal im Fluss entlang und hole noch mal so ein paar, so 300, 400. Und ich würde fast sagen, dass ich im Verlauf der nächsten Jahre noch mehr Weizenfelder mache. Oder noch mehr Roggenfelder oder so. Weil du brauchst Stroh zum Reparieren, du brauchst Stroh fürs Tierfutter. Irgendwie habe ich immer Strohbedarf. So, Servusle, da bin ich wieder. Lass mal kurz gucken. Haben wir uns aber blöd abgesetzt. Fragemage. Ist hier irgendwas Cooles am Feuer? Was im, vom Name her? Odon, Ludwika, Henrika. Nö. Wenn jetzt da mal wieder einer auftaucht, der einen super besonderen Namen hat, baue ich gerne noch ein Häusle, ne? So, jetzt hoffe ich, dass die mir hier nicht irgendwie den Wolf schickt. Hä? Wo bin ich denn jetzt gerade gedanklich? Was ist da drin? Hallöchen, Popöchen. Hallo. Hier sind deine Armbrüste einfach genug, um von jedem abgefeuert zu werden. Und so tödlich wie eine deiner besten Armbrüste. Und 20 Eisenbolzen wie versprochen. Sag mir, was du weißt. In Ordnung. Aber behalte es vorerst für sie. Behalte es vorerst für sich. Deswegen lese ich hier so krumm. In Ordnung, aber behalte es vorerst für dich. Ich war tatsächlich in der Nähe des Ortes Jagen, an dem dein Onkel getötet wurde. Ich hörte die Schreie, die Geräusche von Kämpfen und ich ging vorsichtig näher heran. Ich konnte zwar nicht sehen, wer den eigentlichen Mord begangen hat, aber ich sah, wie Unigos die Habseligkeiten deines Onkels durchsuchte, bevor er sich auf den Weg zurückzog und einen seiner Helfer aussandte, um den Tatort zu entdecken. Bist du dir da ganz sicher? Ja, ich schwöre es, Unigos hat deinen Onkel vielleicht nicht getötet, aber er hat ihn mit Sicherheit nach seinem Tod beraubt. Würdest du das auch vor einem Friedensrichter schwören? Nein, nicht mit Unigos, der seine eigene Miliz befehligt. Es sei denn, du kannst ihn dazu bringen, auf der Seite zu stehen oder sich zumindest zurückzuhalten. Es sei denn, du kannst ihn dazu bringen, auf deiner Seite zu stehen oder sich zurückzuhalten. Und wie soll ich das machen? Sprich mit Jan. Er mag manchmal töricht sein, manchmal voller Selbstüberheblichkeit. Selbstüberhebung, das Wort kenne ich gar nicht. Manchmal voller Selbstüberhebung, aber sein Herz ist am rechten Fleck. Und die anderen in der Wache respektieren ihn. Wenn du Jan auf deiner Seite hast, kannst du Unigos herausfordern. Ich werde mit ihm sprechen. Sprich mit Jan. Der Jan ist ja jetzt bestimmt super weit weg wieder, ne? Der Janowitz, der Janowitz. Ist Jan wirklich in Hornika?
Sieht so aus, gell? Da gehen wir jetzt aber heute nicht hin. Das machen wir dann einfach jetzt beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Sprich mit Jan. Okay, so machen wir das. Das heißt für uns, wir sind so gut wie durch. Ich kümmere mich jetzt daheim darum, dass die Felder ordentlich dran stehen. Und dann geht es für uns morgen weiter, würde ich sagen. Den ersten Teil vom Umbau haben wir ja jetzt gemacht, gell? Das heißt, morgen werden wir das Häuschen umsetzen. Das könnte ich vielleicht materialtechnisch schon mal vorbereiten. Und dann passt es. So machen wir das. Und diese Vierer-Mission, die nehmen wir jetzt immer Stück für Stück mit rein. Ich finde es ganz gut so, dass wir die nicht an einem Stück durchrotzen. So hat es jetzt auch mal Sinn gemacht, daheim wieder zu gruscheln, die Sachen herzustellen, nochmal vorbeizureiten, zu horchen, wie es weitergeht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die Runde morgen. Ich reite jetzt heim, kümmere mich um alles. Und dann geht's weiter. Bis dann.